Hey Leute, was geht? David von iDesignisch hier. So, in diesem Video sollte es eigentlich ein kleiner Test werden, den ich gerade mache. Bei meinen letzten Tutorials hatte ich quasi an einem Laptop gemacht mit einer Webcam. Deswegen auch so ein bisschen schallendes Geräusch damals. Jetzt bin ich wieder an meinem Headset bei mir zu Hause. Und ich wollte doch mal etwas ausprobieren, ob es denn funktioniert. Da ich jetzt einen neuen PC habe, wenn ihr mir auf Facebook folgt, wisst ihr das vielleicht. Der erste ist quasi, keine Ahnung, vier, fünfmal so gut wie mein alter. Und man hatte doch mal die Idee gehabt, dass es eventuell dann lag an der Soundkarte, dass mein PC damals halt aber auch scheiße war. Und ich jetzt doch mal, hatte ich mir gedacht, okay, da ich jetzt ein neues System habe, werde ich das doch mal jetzt mal ausprobieren, ob es denn an der Soundkarte wirklich liegt. Ich meine, das Headset ist jetzt auch gute, keine Ahnung, 6 Jahre alt. Ja, ich wollte mal generell gucken, ob ich mir einfach ein neues holen sollte oder ob es das funktioniert. Bevor ich euch weiter zulabere und das Video eigentlich nur 1 Minute lang ist, werde ich jetzt ein kurzes Tutorial dranhängen. Wird auch eigentlich nicht so lange dauern und nicht so schwer sein. Und ich hoffe mal, es gefällt euch. Es sollte so aussehen, so ähnlich sein wie der T-Virus bzw. Antivirus von der Umbrella Corporation von Resident Evil. Deswegen schauen wir mal, wie es wird. Also als erstes machen wir uns hier 3D-Objekte, ein Zylinder. Den Zylinder machen wir uns mal klein. Ja, machen wir uns. Ja, okay, also sollte relativ dünn sein. Ich denke. Okay, das können wir gleich nochmal anpassen. So ist okay. Dann kopieren wir uns das, STRG-C, STRG-V und packen es nebeneinander. Und zwar, das sollten die Helix sein. Das, was ihr halt so kennt, diese verdrehten Spiralen. So, packen wir hier mal nebeneinander. Ich denke, so ist okay. Und als nächstes nehmen wir uns hier unser Deformer-Tool und nehmen ein Verdrehungswerkzeug. Dann kopieren wir uns die zwei. Eine Sache noch, bevor wir das machen. Wir müssen, bevor wir die verdrehen können, natürlich noch die Segmente zuweisen. Ansonsten verdreht er einfach nur das ganze Ding, quasi ohne als ein Objekt, also nicht als mehrere Segmente unterteilt. Deshalb nehmen wir uns ganz kurz mal unseren Zylinder 1 und die Segmente Höhe machen wir 100, mal so pauschal einfach Umfang auch 100. Und beim anderen Zylinder dasselbe. Dann markieren wir uns die beiden. Na, nur die beiden. Drücken Alt G, um das so zu gruppieren. Und packen unser Verdrehungsding mal unter den Würfel. Und jetzt sollte sich verdrehen. Ja, okay, oder auch nicht. Dann. Okay, das glaube ich aber nichts. Aber tun wir mal den Würfel hier rein, den Zylinder hier rein. Ja. Dann können wir natürlich gleich lassen. Vollzweckeffekt. Eigentlich, weil man das doch gruppiert, sollte doch eigentlich die ganze Gruppe Effekt einen Effekt bekommen. Okay, dann werden wir den mal etwas verschieben. Ah, okay. Müssen wir den nur leicht verschieben. Dann schieben wir das mal kurz rüber. Das heißt, wir werden da einschieben und den Zylinder mal da einschieben. Dann das Verdrehungstool, werden wir es mal verdrehen. Das ist, was wir jetzt aber nicht haben wollen, weil es ein bisschen zu komisch. Deswegen verschieben wir einfach unser generell Verdrehungswerkzeug, bis es passen würde. So, verdrehen wir noch ein bisschen mehr. Ich denke, so sieht auch schon mal ganz sweet aus. Ah, Quatsch. STRG Z könnt ihr wieder zurückgehen. Wollen wir es noch ein bisschen verschieben? Ich denke, so sieht doch gut aus. Ja, lassen wir es so.
Dann machen wir das mal hier kurz ein Rot bei Verdrehung. Dann haben wir nicht dieses blaue Kästchen. Und dann machen wir mal den Rest. Und zwar nehmen wir uns wieder einen Zylinder. Ziehen den ein bisschen kleiner. Ziehen den so mit in die Mitte, sodass er so ein bisschen mittig ist. Okay, ziehen wir den ein bisschen kleiner. Ich denke, das ist okay. Dann mittlere Maustaste, oben Detektive und gucken wir, dass es die Mitte ist. Weil wir sehen können, es ist nicht die Mitte. So, das ist die Mitte. So, wieder in die Zentralperspektive. Und sieht doch schon mal ganz cool aus. Jetzt wollen wir auch ein bisschen Rundungen reinkriegen, weil eckig sieht das Ganze nicht so doll aus. Machen mal auf 3. Ja, 3 ist okay. Dann kopieren wir uns das, STRG-C, STRV. Und ziehen das nach unten. So, dass es ungefähr passt. Ja, sieht auch schon mal ganz gut aus. Jetzt machen wir noch das Glas. Eventuell müssen wir Helix noch ein bisschen verkleinern. Aber Glas erstmal. Und zwar unseren Zylinder wieder. Beziehungsweise, nö, löschen. Nehmen wir uns da einfach den Zylinder oben. Kopieren uns den. STRG-C, STRV. Nehmen dort die Rundungen raus. Da der schon halt in der Mitte ist, müssen wir nicht viel rummachen. Und vergrößern wir das Ding einfach. Also in der Höhe. Da wir das ein bisschen kleiner haben wollen, skalieren wir das einfach. Unser Skalierwerkzeug. Und voilà. So ist doch, denke ich, okay. Müssen wir ein bisschen nach oben ziehen. Ja, ich denke, so ist doch okay. Ja, es sieht doch nett aus. Oh, super. Das müsst ihr jetzt nicht machen. Ich muss jetzt kurz mein Layout ändern. Weil, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade im anderen Layout als ihr. Jetzt ist es korrekt. Also neues Material, Transparenz und 1,33 ist so Glas. Jo, dann ziehen wir das hier rauf. Und oben und unten wollen wir Metall haben. So ein gebrushtes Metall quasi machen wir dann Spiegelung an. Spiegelung machen wir auf, also Spiegelung lassen wir so, Matteffekt mal auf 30. Jetzt seht ihr hier, es ist halt matt. Und das ist immer ein ganz cooler Effekt. Oben und unten. So, jetzt wollen wir die Spirale als blaue Flüssigkeit haben. Das heißt, ihr macht die Farbe, wie ihr haben wollt. Also in unserem Fall mal blau. Obwohl, die Farbe nehmen wir mal raus. Gut, können wir mal gucken, wie es aussieht. Farbe machen wir mal blau. Dann Transparenz. Machen wir mal, ich weiß jetzt nicht, was Flüssigkeit ist. Machen wir mal 1,2. Ja, weil das ist ja keine Dichte wie Glas, glaube ich. Dann die Farbe machen wir in unserem Fall auch blau, mal ein bisschen heller blau. Und Absorptionsstärke ist auch blau, damit es halt verschiedene Effekte gibt letztendlich. Also verschiedene Unterteilungen, verschiedene blaue Töne. Absorptionsdistanz machen wir mal. Gucken wir mal, 40. Das können wir gleich nochmal ändern. Ich weiß jetzt auf Tok auch nicht, wie es wird. Und das packen wir mal auf unser Nullobjekt. So. Dann machen wir uns einen kleinen Lightroom. Das heißt, wir machen uns ein Spline, Linear-Spline, mittlere Maustaste, Rechts- oder Linksperspektive. Und hier oben eins und da unten und machen wir quasi so ein Rechteck. So, dann rechte Maustaste, Punkt hinzufügen. Machen wir hier einen Punkt und dort einen Punkt. Führen uns das Spline-Objekt aus. Wählen Typ, wählen B-Spline und jetzt haben wir eine Rundung hier.
Gehen wir wieder mit der Maustaste in die Zentralperspektive. Drehen das mal. Und gehen dann hier ins Objekt-Tool, Lab Selection Tool und werden das mal verschieben. Dann kopieren mit strgc, strgv und voilà. Packen wir es mal hier hin. Ich denke mal, das machen wir ein bisschen weiter. Ja, ich denke, das ist okay. Und als nächstes machen wir bei uns ein NURBS, ein Luft-NURB, beide Splines selektieren, in das Luft-NURB rein und jetzt haben wir die zwei verbunden. Jetzt machen wir uns ein neues Material. Farbe ist weiß. Spiegelung machen wir mal. Ja, machen wir auf Textur. Mal für ein L. Schwarz machen wir mal ein bisschen grau. Spiegelung machen wir natürlich nicht so heftig, machen wir nur mal 10 und auch mal 10 und packen wir es darauf. Als nächstes nehmen wir uns mal eine Ebene. Die Ebene drehen wir um 90 Grad. Ja, nicht diese 90 Grad, sondern ich glaube ist DP. Ja, okay, geht auch nicht. Dann ist es B. Und skalieren wir das mal ein bisschen größer. Also wir können es auch ein bisschen lang ziehen einfach. Ich denke, es ist okay. Ist ja eigentlich wurscht. Packen es an die eine Stelle. Dann machen wir uns neues Material. Leuchten. Leuchten machen wir mal blau, ein ganz, ganz helles Blau. Und voilà. Eventuell machen wir mal 200 mal zum Testen. Dann strg srv kopieren, ziehen das an auf die andere Seite und kopieren auf das Material strg, also c und v. Doppelklick, Leuchten machen wir mal quasi ein Orange. Und das packen wir mal hier auf die Ebene hier. Jetzt zoomen wir mal ran und gucken mal, wie es jetzt aussieht. Mittlere Maustaste nochmal. Und zwar, wir wollen unser Reagenzglas quasi. Wollen wir doch mal auf den Boden platzieren. Ja, ich denke. So, voilà. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, wir werden das nochmal ganz kurz kopieren. Also das Ganze selektieren wir uns. Drücken dann Alt G. Dann habe ich es kopiert. Dann müssen wir es kopieren. Und zwar SRG, C, SRG, V. Dann packen wir das mal, sag ich mal, hier hin. Das andere werden wir mal hier hinpacken. Und dann können wir das andere hier ein bisschen näher. So, dann kopieren wir uns das Blau. Strg, C, SRV. Und werden das Ganze einfach nur in einen Grün umwandeln. Also Farbe, genau, Transparenz. Grün. Und dann die Observationsstärke, Farbe auch grün. Glanzlicht können wir rausnehmen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Und packen wir das Grün einfach auf unsere Textur drauf. Und jetzt ist es grün. Gehen wir unser Vorbereitungsmanager fürs Rendern. Da haben wir eine Occlusion, Global Illumination. Ganz klein, also ganz niedrig alles, damit das Rendern schnell geht. Minimal und rendern wir mal das Ganze. Und wir sehen uns mal gleich wieder. So, und sieht doch schon mal ganz cool aus. Also könnt ihr halt die Spiegelung noch anpassen, wie ihr wollt, weil es hier ist ein bisschen, okay, halt nicht real aus.
Was mir allerdings noch auffällt, ist, dass ich, wie gerade schon gedacht, dass es einfach durch den Glaseffekt zu gebogen ist, die Spirale. Das wollen wir auch kurz mal ändern. Und zwar gehen wir hier unseren Verdreh rein oder Zylinder rein und skalieren das einfach mal. Machen wir mal so ungefähr. Gehen wir bei Verdreh rein, bei, na okay, Zünder, und ziehen es einfach ein bisschen, nein, jetzt kann ich das nicht sehen, mal deaktivieren Loftnerb und ziehen es einfach mal ein bisschen höher, nicht breiter, sondern höher. Okay, na, ich bin jetzt fliehen. Eigentlich klappt es okay, gut. Wenn nicht, dann müsst ihr das halt einfach alles einzeln ziehen. Das ist ja okay. Dann gut, skalieren wir das nochmal. Okay, gut. Dann versuchen wir es mal. Und zwar, warten wir es da zünden. Ziehen wir ein bisschen hoch, so dass es halt im Boden abschließt. Und den anderen hier auch hoch. So. Jetzt schauen wir mal. Eventuell müssen wir unseren Verdreher ein bisschen anpassen. Ja, okay, aber okay, müsste so stimmen. Dann gucken wir mal, wie es aussieht. Tja, alles klar, machen wir noch ein bisschen enger machen. Allerdings alles kein Problem. Also ich mache die Dinger ja eigentlich immer vor. Okay, ich denke, so sollte es okay sein, die Tutorials immer vormachen. Allerdings hat es da immer funktioniert beim zweiten Anlauf. Allerdings hier wohl nicht. Na gut. Und die wieder mal langziehen. Jetzt müssen wir hier auch mal langsam anfangen, mehr Drehung reinzubekommen. Machen wir mal aus hier unser Loftnerb. So. Und dann noch ein bisschen verdrehen, ein bisschen verschieben. Ja. Vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Verschieben wir es mehr in die Mitte. Und schauen wir mal, jetzt müsste es eigentlich klappen. So, so sieht doch schon mal cool aus. So, und jetzt machen wir das noch beim anderen. Das heißt, wir machen uns aber nicht den Stress, sondern wir löschen das einfach. Machen halt unsere Ebene wieder. Und nehmen unser eigentliches Glas wieder und kopieren uns das wieder mit, also STRG-C, STRV und stellen das mal hier so hin und werden das aber mit Blau replacen. Und jetzt müsste alles wieder schick sein. Mir gefällt allerdings, wenn es ein bisschen mehr hell ist, daher. Obwohl, das ist ja eigentlich wurscht, das soll ja nur für Tutorial sein. Deshalb rennen wir das Ganze mal. Und voilà, da haben wir es fertig gemacht. Ihr könnt es, wie gesagt, auch andere Sachen anpassen mit Lightroom und so. Aber ansonsten finde ich das schon mal ganz cool. Auch mit den Glas, also mit den Flüssigkeitseffekten, finde ich ganz praktisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen verstehen. Und es war nicht zu leise, beziehungsweise ich muss es nicht zu hoch pitchen wieder. Auf jeden Fall würde ich sagen, danke fürs Zuhören und ich denke mal, oder Zusehen, und ich denke mal, es kommt nochmal ein weiteres Video jetzt vorm Jahresende. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen habt, ob ihr noch andere Tutorial-Wünsche habt. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.